Hallo und herzlich willkommen heute zum 3. Dezember und Zeit, das dritte Türchen des Konrad Adventskalenders Internet of Things zu öffnen. Hinter dem dritten Türchen befindet sich Schaltdraht. Als Vorbereitung für weitere Versuche werde ich jetzt aus dem Schaltdraht zwei kleine Brücken biegen, um anschließend einmal die Masseleitung und die +5-Volt-Leitung mit dem Board zu verbinden. So sieht das Ganze jetzt aus und nun kommen wir zum heutigen Programm. Das heutige Programm finden wir unter Datei, Beispiele, Nano-ESP, Basics und Access Point. Bei diesem Programm handelt es sich um das ähnliche Prinzip wie am 1. Dezember. Nur, dass wir heute auch noch ein Passwort für das Wi-Fi einrichten können, was ich jetzt mal machen werde. Anschließend lade ich das Programm auf das Nano ESP Board. Ich bin jetzt wieder an meinem Smartphone und wie man sieht, ist das Nano-ESP-Netzwerk vorhanden. Aber wenn wir uns jetzt damit verbinden möchten, müssen wir das Passwort eingeben, was wir eben festgelegt haben. Das mache ich jetzt mal kurz. Und wenn wir jetzt auf Verbinden drücken, verbinden wir uns mit dem Netzwerk und können jetzt in unserem Browser die 192.168.4.1 eingeben. Und wir sind wieder auf der Seite von dem Nano ESP Board. Damit endet auch schon der 3. Dezember. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zum 4. Dezember wieder.